Willkommen zu Donkey Kong Country 2. Wenn ihr das hier hört, dann wisst ihr, dass ich in diesem Versuch wahrscheinlich einen Fortschritt habe. Ja, den Satz sage ich jetzt schon zum dritten oder vierten Mal. Dieses Mistvieh, ey. So, aber ich werde langsam ein bisschen selbstsicherer. Eben auch wegen der Tatsache, dass ich die Fails nicht drin lasse. Das nimmt mir den Let's Play, ich muss vorankommen, Druck oder so. Dafür sollte es irgendwie eine Bezeichnung geben für dieses, für diese Sache. Aber gut, nichtsdestotrotz, ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Der Tipp geht mir nämlich mächtig auf den Keks. So. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es danach überhaupt fertig ist. Ich hoffe es zumindest. Es könnte entweder 2x3 oder sogar 3x3 geben, aber mehr bestimmt nicht. So, jetzt das hier, das beherrsche ich eigentlich ganz gut. Auch wenn ich ein bisschen... Okay. Da, friss. Ich finde das so gemein, dass das DK-Fass abhaut. Das ist nicht nett. Das ist unlogisch. Aber egal, da muss man durch. Jetzt fängt sie da an. Wenn ich doch nur einmal diese Stelle schaffen würde. Na, ich kann's einfach nicht. Das geht so schnell, die Kacke. Na gut, Didi. Dann musst du das jetzt eben alleine bewältigen, auch wenn es mir leid tut. Ich hätte echt gern mal einen Buddy. Aber okay. So, was ich ja schon ein paar Mal probiert habe, ist bei den letzten unten durchzuflitzen, aber das klappt einfach nicht. Vielleicht ja diesmal bei dem noch nicht. Da springe ich, wenn sie auseinander sind, dann. So, und ab dem jetzt. Ja. Und das gleiche hier nochmal. So, wann genau? Ja. So. Bitte stirb. Wow. Oh, fast vergessen. Okay. So, mein Freund. Nein, 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 nein. Nein. Oh Gott, okay. Wolken. Oh, shit, shit, shit. Die darf ich bestimmt nicht. Ah, warum musst du jetzt so langsam? Oh, jetzt muss ich erstmal die Phasen wieder kennen. Was? Toll. Ich schneide euch jetzt wieder rein, wenn ich das jetzt in diese dritte Phase geschafft habe. So, Freunde, es hat wieder ein paar Versuche gedauert. Aber hier sind wir nun wieder in Phase 3. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht krumm, aber sonst wird sich das nur ewig ziehen. Ich habe euch ja Fortschritt versprochen. So. Also, er macht sich an der Stelle unsichtbar jetzt. Gut. Ah, wunderbar. Alles klar. So. Was machst du jetzt? Ah, vergesse ich fast immer. Okay. So, durchflitzen, klar. Wieder solche Wolken. Okay, da schwebe ich wieder drüber. Jetzt machst du das. Okay, jetzt hat er irgendwie keine... das war jetzt einfach. Das war jetzt irgendwie einfacher. Wow. So, letztes. Das letzte. Wir haben noch zwei Affen. Komm. Okay, wenn er da jetzt wieder drei Wolken macht, das... was machst du? Okay, jetzt versucht er mich einzusaugen, oder wie? Okay. Okay. Nein, 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 nein. Nein! Okay, okay, komm, cool, bleib mal bitte auf. Gib mir jetzt die Kanonenkugel. Gib mir irgendwas. Da. So. Da. Da. Und jetzt aus. Fertig. Keine vierte Phase. Ich bringe euch um, wenn eine vierte kommt. Ich krieg die Münze. 15. Oh. Yes, sir! King Karul ist Fischfutter. Ah, ich wusste, dass ihr es schaffen würdet. Kein Wunder, nach den tollen Tipps, die ihr von mir erhalten habt. Okay, die haben wir zwar kaum durchgelesen, aber bitte. Ihr habt meinen Enkel gerettet und diesen Karul besiegt. Nicht schlecht für Anfänger, ehrlich, nicht schlecht. Ein Lob, ich höre ein Lob heraus. Hätte ich spielen dürfen, wäre Karul nie wieder auf die Idee gekommen, uns das Leben schwer zu machen. Mhm. Ich hätte sicher alle Kremmmünzen gefunden und die verlorene Welt komplett gespielt.
Aber ihr wart für das erste Mal auch nicht schlecht. Wie viele meiner Dekamensen habt ihr denn gefunden? Ich hätte sie selbstverständlich alle gefunden. Ja, wir haben nicht alle gefunden. Da bin ich mir relativ sicher, dass wir da eine krumme Zahl haben. Also schauen wir mal, was ihr zustande gebracht habt. Aber wir haben ja jetzt 15 große Münzen und damit können wir nochmal in die letzte Spezialwelt. Ja, wir haben 37, das ist strange. Einen Augenblick Ruhe bitte. Wir werden jetzt sehen, wie ihr abgeschnitten habt. Ich bin schon gespannt, wie viele meiner Dekamünzen... Nicht schlecht, was hättet ihr es nach ganz oben geschafft? Macht nichts. Könnt es ja noch einmal probieren. Ja, das werden wir auf jeden Fall, auch wenn das Spiel jetzt fertig ist. Wenn ihr euch anschauen wollt, was ihr mir, was mit eurem bescheidenen Talenten zustande gebracht habt, dann drückt den L- oder A-Knopf. Und geht und lasst einem alten Mann seine Ruhe. Vielleicht könnt ihr noch ein paar Münzen finden. Ja, ist ja gut. Also ich denke, wir waren auf dem zweiten Platz. Ja... Irgendwie fehlt noch ein bisschen was. Okay, wir haben noch eine Spezialwelt vor uns, aber das ist normalerweise nur ein Bonus plus DK-Münze. Da haben wir 38 und irgendwie fehlt da was. Vielleicht kommt nach der Spezialwelt ja noch was, davon gehe ich aus. Deswegen, das Let's Play ist noch nicht vorbei an dieser Stelle. Es sei denn, wir schaffen das noch in diesem Part, aber das bezweifle ich mal. Die hat bestimmt in sich die letzte Spezialwelt. Ja. Aber, nichtsdestotrotz... werde ich in diesem Part ja schon mal so machen, als wäre es vorbei, beziehungsweise Leute grüßen, denn ihr seht ja, die Gegner kommen ja eingeflogen. Ich glaube, der Abspann zieht sich ein bisschen. Es gab ja deutlich mehr Gegner wie ja im ersten Teil. Da werden ja wirklich alle berücksichtigt, selbst das Vieh, was nur ein einziges Mal kam zum Beispiel. Und danach kommt ja noch der richtige Abspann, vermute ich mal stark. Ja, jetzt die ganzen Fischmänner, also das kann man sich ja mal schön durchlesen, wie die überhaupt heißen. Merken kann ich mir das eh nicht. Diese Scheißteile, ey, wie ich sie hasse. Naja, Puff-Tup, haben ja echt lustige Namen, muss man sagen. Aber gut, darum geht's jetzt nicht. Ich möchte an dieser Stelle natürlich mal wieder ein paar Leute grüßen, die dieses Projekt unterstützt haben mit ihren wunderschönen Kommentaren. Da wäre unter anderem natürlich unser Urgestein, Marcel Moos. Und einer, der sich auch langsam zum Urgestein wandelt, Gary the Gammarit. Dann hätten wir natürlich auch schon so ein halbes Urgestein, Lord Raiden. Ja, aber sowas von urig ist auch schon Yo-Yo Evil Umbrella. Frisch dabei ist Rankiku Matumoto. Auch an dich Grüße. Auch noch relativ frisch ist der Markus 1204. Und liebe Grüße auch noch an Slayer from Beyond. Der ist auch schon eine gute Weile dabei. Ja, und natürlich viele, viele weitere, die hin und wieder mal einen Kommentar abgelassen haben. Aber alle habe ich jetzt auch nicht hier auf dem Zettelchen. Ja, danke, dass ihr so fleißig kommentiert, mitgetippt, mitgefiebert, sonst was habt, mitgelitten teilweise bestimmt auch. Es war ein schönes Projekt. Irgendwie blöd, wenn man resümiert, obwohl es noch nicht fertig ist, aber man kann ja die Zeit jetzt sinnvoll nutzen, während hier die Leute durchhuschen. Es war ein schönes Projekt. Teil 3, wie gesagt, wenn das Ganze hier auf 102% abgeschlossen ist, wird Teil 3 kommen mit 103%. Was ich sowas von nicht mehr auf dem Schirm habe, das wird ein Together mit Tamikotchan. Wir sind uns noch nicht einig, beziehungsweise noch nicht sicher, wie wir das aufnehmen, ob das alles auf meinem Kanal kommt oder gemischt oder so, das werdet ihr dann sehen. Ja. Da freue ich mich auch schon drauf. Jetzt kommen die Bosse. Das heißt, es kann nicht mehr lange dauern. Na gut, dann wird wahrscheinlich der normale Abspann kommen. Wir werden sehen. Nach Donkey Kong Country 3 werde ich erstmal eine allgemeine Jump'n'Run-Pause machen. Das sei auch schon mal gesagt. Dann reicht es mir erstmal mit dem Rumgehopse. Wobei das wirklich... vielleicht ändere ich meine Meinung noch. Ich habe nämlich auch noch auf Yoshi's Island auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock. Also dann würden wir mal wieder zum Klempner übergehen. So viel ist klar. Und Mario 64. Das wäre ja auch ein Kandidat, den man schon... ja, den kann man durchaus schon auf dem Retro-Kanal bringen.
Das ist ja auch schon ziemlich klassisch. Da hätte ich auch sehr Bock drauf, muss ich sagen. Ja, gut, mal abwarten. Vielleicht packt mich die Lust ja doch noch nach Donkey Kong Country 3. Weitere Affenabenteuer wird es von meiner Seite aus danach jedenfalls nicht mehr geben. Also Donkey Kong Country Returns oder diese N64 GameCube-Ableger, die es da gab, die haben mich nicht so gereizt. 3D-Varianten, das werden wir nicht machen. Wir bleiben hier bei den klassischen. Ah ja, jetzt kommen noch unsere Freunde, genau. Der Klimmer. Und jetzt kommt der Kong-Clan. Swanky! Unser Quizmaster. Hat man das letzte, in den letzten Dingen hat man den gar nicht mehr, ne? Naja, Funky. Winkley, die Alte. Die haben wir auch selten besucht. Das lag natürlich auch daran, dass ich immer mit Safe States ein Part beendet habe. Cranky, altes Haus. Und jetzt unsere Protagonisten. Der gute Donkey. Der hatte ja nur einen einzigen Auftritt. Aber der hat gesessen. Dixie. Und zu guter Letzt vermutlich unser Held Diddy Kong. Yo. The Security Kong Crew. Ja, jetzt kommt der richtige Abspann. Die Leute wollen natürlich auch noch erwähnt werden. Ist ja auch interessant, dass aus einem amerikanischen Hause ist. Rare ist ja, ja eine westliche Firma. Aber die haben das richtig fein gemacht. Ja, das wird jetzt auch nochmal eine Weile dauern. Was könnte ich euch noch erzählen? Ich habe euch gegrüßt, ich habe euch gesagt, was danach kommt. Ich habe euch ein bisschen weitreichender gesagt, was danach noch so kommt. Viel mehr bleibt mir nicht zu sagen an dieser Stelle. Aber wie gesagt, wir sind jetzt bei... Gott, ich weiß gar nicht, wie weit wir sind. Mit den ganzen Cuts und so. Wahrscheinlich ungefähr bei der Hälfte des Partes. Und wir werden definitiv jetzt gleich das Spiel nochmal starten. Und gucken, wo diese... Wo die 10-12% sind. Das gibt's doch nicht. Das kriege ich doch jetzt nicht durch eine einzige Spezialwelt. Und 3 DK-Münzen. Da fehlen definitiv noch 2 weitere Welten dann. Aber ich bin mir sicher, dass ich alles abgecheckt habe. Und überall waren die Zeichen. Aber ich werde das nur noch rausfinden, wo die sich verstecken. Ich werde mir darüber jetzt noch nicht wirklich Gedanken machen. Vielleicht passiert nach der Spezialwelt ja noch was super Tolles. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Wir kriegen die 102. Das ist nur eine Frage der Zeit. Der Love Day, was für ein toller Name. Na gut, Geschichte, da hat er ja nicht viel zu tun gehabt. Das sind 3 Sätze, oder? Mal ehrlich. Donkey Kong wurde entführt. Hol ihn. Ah, hier kommen jetzt noch ein paar Japaner, die da ausgeholfen haben. So, zum Glück sind die Abspann-Dinger von damals nicht so lange wie heutzutage. Das heißt, wir werden gleich ans Ende ankommen. Schön war's. Mein Lieblingsteil. Shigeru Miyamoto natürlich. Er war der Erfinder von Donkey Kong. Beziehungsweise auch von Mario. Und von Zelda. Ein wahres Brain, der Kerl. So. Jetzt dürft's am Ende sein. Produktion von Rare. Präsentation natürlich von Nintendo. Wir haben's. Enter. Mal gucken, ich denke mal, dass ich jetzt einfach gleich neu starten kann. Oder muss ich... Oder freest es jetzt wieder? Nein, ich kann es neu starten. Gut, nochmal kurz zum Anfang. Diddy Kong Quest, genau. 94% und 7, ja. Die Creme-Münzen sind voll. Ich kann in die Spezialwelt. Ich halte das mal schnell auf Deutsch. Aber es sind... Jetzt überlegen wir mal, wenn wir jetzt die Spezialwelt machen, dann haben wir 95% und 38 DK-Münzen. Also müssen 2 Welten fehlen. Dann, das wird nämlich auch aufgehen. Wenn die 2 Welten so die 2-3 Bonis haben, dann habe ich meine 102. Aber ihr seht selbst, ich habe überall meine Zeichen. Jede Welt ist abgeschlossen. Es kann nur in der Spezialwelt sein. Nur dort...
Moment, wo waren jetzt die letzte Spezialwelt? Ne, da oben war ja nichts. Muss da sein. Hopp, ja. So, ja, da hinten. Ja, es kann nur eine Spezialwelt sein, die restlichen. Vielleicht habe ich da auch mal eine Spezialwelt übersehen, aber das kann ja nicht sein, weil ich keine Münzen mehr habe. Oder dann, ich denke einfach, dass danach noch was passiert. Dass da sich noch irgendwas auftut und es kommen noch ein paar weitere Welten. Anders kann ich mir das nicht erklären. So, jetzt habe ich auch endlich den Weg gefunden. Hallo! Yo, yo, yo! 15, kriegst du. So, jetzt bin ich aber sowas von leer. So, Freunde, und jetzt geht's in die eventuell letzte Spezialwelt. Die tierische Show. Oh je, der Name sagt mir was. Wenn ich mich nicht irre, kommen da alle Tiere, die wir ja, irgendwie bereiten können, kommen in dieser Welt alle auf einmal. Also nicht auf einmal, sondern im Wechsel. Beginnen wir mit Rambi. Oder vielleicht ist das ja auch so eine krass große Welt, in der es jetzt 3DK-Münzen gibt. Und ganz viele Bonis, aber das glaube ich irgendwie nicht. Wir werden sehen. Bisher alles ganz gediegen hier. So, zack, zack, zack. Okay, da habe ich jetzt gar nichts gefunden. Gut. Dann weiter. Jetzt werden wir wahrscheinlich das Tier wechseln. Ne, noch nicht, aber auf jeden Fall die Location. Ah, super. Au, ah! Hier ist ja gut. Aua. Auch da mal ein bisschen probieren. Ich glaube zwar nicht, dass da was ist. Ne. Oh, da rein. Diesen engen, diesen kleinen Dingern, da kann ja kein Bonus sein, denke ich mal. Ich denke nicht, dass da was ist, also weiter. Ja, wir wechseln zum Fisch. Na, super, zum Fisch. Das ist nicht schön. Na gut, beißen wir uns durch. Ah, das Rare-Symbol. Ist ja auch ein Bonus. Ah, oder irgendwo mal durch, irgendwo, nein. Oh, oh super. Auf das O bin ich jetzt nicht so scharf. So, hier ist nix, also wieder zurück. Hm, na gut. Dann mal weiter. Zack. Diese hässlichen, dummen Seesterne, ey. Schnell durch. Wenn man in Bewegung bleibt, dann treffen sie ja nicht. Ist da oben was? Nee. Oh Gott, oh Gott. Okay. Speed, nein. Ah! Oh Gott, ey, so viele! Wow. Gut. Immer in Bewegung bleiben. Dann hat man es so gut wie geschafft. Jetzt kommen die schon wieder. Alles klar. Jo, ist gut. Okay, okay, cool bleiben. Wow. Ja, ist gut jetzt. Hört doch auf, mal hier rumzuplatzen. So. Jetzt. Hm. Toll, ey. Ich fühle mich so unsicher mit nur einem Fisch. Ah. Das war knapp. Da hinten sind nur Bananen, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Upsala, ne? Habe ich nicht erwischt, aber egal, er mich auch nicht. Das ist die Hauptsache, schnell weg hier. Von dem, was passiert. Ich wäre jetzt echt langsam für einen Tierwechsel und Speicherpunkt. Also, Zwischenspeicher, ist schon. Genau, super Sache. Was kommt jetzt? Die Spinne! Yay, auf die Spinne freue ich mich. Mit der Spinne ist alles ganz chillig und da ist unsere Hälfte. Gut. Da können wir es ja ganz gemütlich angehen. Was ist denn oben? Ja, jetzt geht das wieder los. Jetzt zieht sich das wieder unmöglich in die Länge wahrscheinlich. Bis ich das hab. Aber gut, der Bildschirm geht nicht mit, also vertraue ich der Sache mal, dass da auch nichts ist. So, das ist überhaupt kein Problem hier. So, das hier eventuell schon. Mal gucken, okay. Nicht so schön hier. Bisschen hoch. Ah. Okay, das ging noch. Jetzt würde ich gerne runter. Nein, nein, nein. Schnell. Ich lebe ja noch, ich lebe ja noch. Es war kein Abgrund. Ah. Das war ein bisschen dumm. Ey, ich habe nur noch drei... Wieso? So oft bin ich nicht gefällt bei Karul. Ach nee, weil... Wahrscheinlich, weil es ein neues Spiel ist. Also,
neu gestartet quasi. Deswegen sind meine Leben alle weg. Gemein. Habe ich meine Stadtleben bekommen? Ja, das ist mies. Ich glaube nicht, dass mir 3 Leben reichen werden für die Welt. Vor allem, wenn da noch die Schlange kommt. Was weiß ich nicht noch. Was fehlt dann noch? Der Vogel. Vogel und Schlange. Ja, super, ey. Dann ist die zweite Hälfte. Ja, ah. Warum bin ich gesprungen? Ich depp. Das ist ja dumm. Ah. Nee, okay, da muss ich das anders angehen. Das war jetzt ein bisschen blöd. Das ist doch gar nicht schwer, die Stelle. Was soll denn das jetzt? So, wir gehen jetzt nochmal zurück. Ich würde gerne das Ganze speichern. Nicht, dass ich das nochmal machen muss. Och nö, das wird auch resettet. Das gibt's ja wohl nicht. Nö. Ich hatte über 90. Wie gemein. Da haben sie mir alles weggenommen. Mann, oh Mann, oh Mann. Das kann ich nicht mal speichern. Ja gut, ist eigentlich egal. Also wenn das resettet ist, dann... Ja, dann ist ja... Dann habe ich ja auch nur keinen Fortschritt gemacht. Das ist in Ordnung dann. Hauptsache, der Boss ist gespeichert. Die Welt da, wenn ich die zur ersten Hälfte nochmal machen muss, damit kann ich, glaube ich, leben. Die war jetzt nicht so schwer. Im Zweifelsfall kommen wir jetzt einfach mal durch, oder? Das wäre auch eine feine Sache. So, ich springe jetzt einfach auf die Plattform. Und ja, okay, ich könnte es auch ein bisschen langsamer angehen, dann wäre es vielleicht noch einfacher. Das nächste Mal dann. Erstmal weiter, Mann, jetzt. So. Zack, 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 zack. Das ist alles ganz chillig. Aber ich kann es gerne einen Haufen geben, das macht mir gar nichts. So, hier geht es immer noch nicht hoch. Also habe ich immer noch nichts verpasst, hoffe ich. Da unten sehe ich eine Münze, aber es ist halt nur eine Münze. Aber ist da vielleicht noch mehr? Ah, hallo Biene. Okay, nee, jetzt gehe ich erstmal weiter. Die Bananen führen mich langsam nach oben. Mal sehen. So, weiter. Ich bleib mal unten. Vielleicht ist das nur eine kleine Verarschung. Und unten ist was. Ja, ich weiß, jetzt geht das wieder los. Boah, shit. Okay, da hatte ich Glück. Okay, da ist eine Wand. Ich denke mal nicht, dass ich da durchkomme. Jetzt gehe ich doch nochmal zurück an diese eine Münze. Ich will gucken, ob da wirklich nur eine Münze ist. Oder ob da mehr kommt. Jetzt bin ich schön weit unten. Jetzt müsste es... Ah ja, da ist ein Boden. Okay. Also wird da echt nichts sein. Na super, jetzt kommt ihr wieder. Ihr seid doch schon alle durchgeflogen, Mensch. Na gut, machen wir das Ganze noch einmal richtig, so wie es das Spiel erwartet hat. Wir gehen immer treppchenweise nach oben. Das macht Spaß. So, bleiben wir auf der gleichen Höhe ungefähr. Hui, das war knapp. Zum Glück ist die Spinne sehr schmal. So, da können wir durch. Mist, da oben. Ah, da, an der, da rechts, da ist was. Okay, falls ich drauf gehe, kann ich es ja nochmal probieren. Da ist definitiv was. So, jetzt erstmal. Ja, jetzt wird wahrscheinlich gleich unser Flattermann kommen, wenn ich die Welt hier schon sehe. Gegen den habe ich ja nicht so viel. Jetzt muss ich mich... Oh, das war knapp. Das war ein bisschen knapp. So, ich habe auch kein Problem, die Welt mit der Spinne zu machen. Also, ist mir fast lieber wie Flattermann. So, aber nee, da kommt er schon. Na toll. Na gut, was soll's. Wollen wir mal... Och nö, mit Wind. Na super, kann ich ständig dagegen steuern. Oh, hin und her. Och komm. Da muss man sich jetzt mal dran ge... Oh, toll. Ja, oh Gott, das geht ja viel zu schnell. Oh. Okay. Das ist mies. Och nee. Das wird richtig mies. Vor allem, ich muss ja immer wieder erst das Spinnenszenario fertig machen. Na gut, das ist jetzt nicht so schlimm, weil ich will diese eine Ecke noch auschecken. Und dann schauen wir mal. Mit Wind, ey, ihr seid ja wohl nicht mehr sauber. So, jetzt machen wir das ein bisschen auf die langsame Art. Aber dafür umso sicher. Und so langsam ist die Art gar nicht. So läuft es doch ganz gemütlich. Warum mache ich das nicht gleich so? So, das geht jetzt natürlich auch ein bisschen schneller hier. Was soll's? Ich meine, ich muss ja jetzt nicht mehr absuchen. Aber das ist ein schönes Abschlusslevel, kann man sagen. Wenn es wirklich das letzte ist.
dass da nochmal alle Tierchen kommen. Da haben sie es nochmal richtig ins Zeug gelegt. Ich persönlich bin übrigens kein Fan davon, wenn man gewisse Dinge erst machen kann, wenn der letzte Boss tot ist. So wie es jetzt hier der Fall ist, weil man ja vom letzten Boss noch die letzte Kremmünze bekommt. Ist, finde ich, ein bisschen blöd, muss ich sagen. Mag ich nicht, wenn sie sowas machen. So, und wir haben den Bonus gefunden. Ja, wunderbar. Wenn wir den geschafft haben, dann bin ich mal gespannt, ob wir auch alles in dieser Welt haben. Denn wenn ja, dann muss es definitiv irgendwo noch versteckte Welten geben. Und zwar zwei Stück. Naja, abwarten. Ja, da komme ich nicht ganz ran. Na super, auch hier müssen wir das Tier noch wechseln. Aber jetzt bitte ohne Wind. Wobei ja, jetzt sind ja nicht diese Blätter, die ja den Wind ankündigen, sozusagen. Oh, ich hoffe, das reicht von der Zeit her. Ja, das reicht dicke. Gut. Na hopp. Da haben wir die DK-Münze, die drittletzte. Vermute ich mal stark. Gut. Und ab nochmal ins Luftige. Ja, ich denke mal, dass der Part voll ist. Ich habe jetzt gerade überhaupt keine Uhr, weil, wie gesagt, durch das Boss-Drama am Anfang. Ich denke mal, das hier wird jetzt unser letzter Versuch sein. Und wenn wir es nicht schaffen, wovon ich ausgehe, dann werden wir dann das nächste Mal natürlich weitermachen. Und ich werde euch dann, so nett wie ich bin, in diesem Luftlevel hier, hier an dieser Stelle, werde ich euch dann immer reinschneiden, damit ihr nicht immer und immer wieder den Spinnenteil sehen müsst. Weil der ist ja jetzt wirklich kein Problem. So, wenn man lang ganz leicht dagegen drückt, dann muss man kaum was machen eigentlich. Das geht eigentlich. So, jetzt nur. Oh Gott, das ist so schnell. Okay. Das haben wir gut gemacht. Ja, okay. Ich glaube, es ist gar nicht so schwer, wenn man behutsam drückt. Aber so, da ist nur ein N. Okay, ich will kein N haben. Ich will überhaupt kein N haben. Was fehlt denn da noch? Nur noch die Schlange, oder? Aua, shit. Ah, weil ich halt drücken muss, dann stoßt er sich an... Ah, Gott. Mit dem Winter war auch noch, ey. Ah, das kann ja was geben. Yo. Naja, ich gehe jetzt nochmal zurück. Mir gefällt das mit meinen Lebensanzeigen nicht. Wir... Super, ey. Ohne Münzen ist das echt beknackt. Ach, die Kong-Schule ist echt gemein. Was mache ich denn jetzt? Okay, wir gehen zu Funky. Ich werde in die erste Welt ein paar Münzen farmen. Das mache ich natürlich auch offline, damit ich wenigstens sowas wie speichern kann und so. Weil langsam, ich möchte doch nicht nochmal die erste Hälfte machen. Ich werde ein paar Münzen farmen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder in dieser Spezialwelt. Mal gucken, was danach noch kommt. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Donkey Kong Country 2.